Na, hallo zusammen, Michi ist wieder heute Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um eine schicke Donner-Echse und die schimpft sich einmal überlassenes Leittier der Donnerrückengrat. Und ja, das gibt es über ein Achievement. Dieses finden wir unter Kunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg Zentaur der Aufmerksamkeit. Und dafür müssen wir insgesamt 8 Achievements absolvieren und dann gibt es dieses schicke Mount. Alle von diesen Achievements gab es schon mit Release von Dragonflight. Das Achievement bzw. das Meta-Achievement hat jetzt aber erst mit Patch 10.2.6 das Mount bekommen und dementsprechend kann man das jetzt erst seit kurzem sicher spielen. Bevor wir jetzt mit den Achievements loslegen, noch eine kleine Info am Rande. Das Ganze soll nur ein grober Überblick über die Erfolge sein. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Erfolgen braucht, dann habe ich zu diesen allen schon ein extra Video jeweils gemacht, wo man ein bisschen mehr ins Detail geht. Das Ganze werde ich euch verlinken, da könnt ihr reingucken. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich mit den Achievements an. Dann schauen wir uns gleich mal das erste Achievement an. Und zwar haben wir hier Jagdmeister. Und dafür müssen wir alle großen Jagden auf den Dracheninseln abschließen. Und die großen Jagden seht ihr dann, wenn ihr ein bisschen Ruf bei den Zentauren schon erwirtschaftet habt, hier auf der Map. Da haben wir diese große Jagdtruppe. Und ja, die sind immer, ich meine, 2 Stunden in einer Zone und dann switchen sie weiter in die nächste. Und die rotieren halt immer weiter an verschiedenen Spots. Pro Zone gibt es ein paar Spots und ihr müsst halt an jedem Spot so eine Jagd quasi einmal abschließen, um dementsprechend das Achievement dann abzuhaken. Dann haben wir als nächstes der Beste meines Fachs. Und dafür müssen wir 30 Bosse bei den großen Jagden töten. Bei diesen großen Jagden hat man dann immer verschiedene Aufgaben. Zwischendrin sind immer Bosse und am Ende ist, glaube ich, auch immer ein Boss, den man töten muss. Und dementsprechend kriegt man die 30 relativ schnell voll. Dann haben wir als nächstes 4 Farbenfreund. Und dafür brauchen wir Farben für unseren Barker bzw. Onara-Begleiter. Das sind so Mobs, die man dann mitnehmen kann. Und die Farben gibt es am Ende, wenn man so eine Jagd abschließt, gibt es immer einen Beutel. Am Anfang ist es, glaube ich, ein epischer, dann ein blauer und dann sind es grüne Beutel. Und da können halt dementsprechend diese Farben drin sein. Teilweise sind manche schon relativ selten. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Ebene von Onara. Und das ist ein Achievement, wo wir dementsprechend 10 Rares umhauen müssen. Die sind alle hier in den Ebenen von Onara. Und ihr seht, es sind deutlich mehr Rares, als man braucht fürs Achievement. Als nächstes haben wir hier Ausdauernder Jäger und dafür müssen wir 100 Jagdfortschritte abschließen. Heißt, ich meine, jeder Unterabschnitt in den Jagden, ne, hat da einmal gezählt. Es sind 6 Jagden sind insgesamt, 1 von 6, wie ihr hier seht. Und pro Jagd habt ihr quasi 6 Abschnitte. Ne? Also könnt ihr euch selber ausrechnen, die 100 geteilt durch 6, wenn ihr immer die volle Jagd mitnimmt, müsst ihr dann an Jagden abschließen. Als nächstes haben wir dann der missmutige Jäger und das sind nochmal alle Jagden, die wir vorhin schon einmal hatten beim Abschließen. Und hier ist es jetzt so, dass man immer so einen Jäger finden muss, den muss man einfach anklicken. Die sind an verschiedensten Spots und dazu habe ich auch schon ein Video erstellt, wo man die genau findet. Dann haben wir als nächstes so ein lieber Barker und für das Achievement müssen wir in der Ebene von Onara alle möglichen Hunde streicheln. Also es sind wirklich viele Hunde und auch dazu habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise im Handy Notes müsstet ihr die auch relativ gut finden können. Und zu guter Letzt haben wir hier ein Schätze-Achievement und zwar Schätze der Ebene von Onara und da müsst ihr insgesamt 6 Schätze finden. Auch hier, wie gesagt, auch dafür habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise ihr könnt wiederum Handy-Notes nutzen, um die Dinger zu finden. Und ja, damit müssten wir bei dem Achievement alle abgeschlossen haben. Dann sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.